Die von Ninos wird uns jetzt dazu berichten, wie die KWK im Strommarkt eine Rolle spielen kann. Und ja, ich mache die Bühne frei. Frau Ninos, bitteschön. Prima, vielen Dank. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Vortrag von meinem Kollegen Matthias Reg übernommen, der leider verhindert ist und mich gebeten hat, das jetzt Ihnen hier vorzutragen. Zur Rolle der KWK im Strommarkt möchte ich ganz gerne zunächst erstmal nochmal auf die aktuellen politischen Entwicklungen beim Strommarktdesign eingehen. Ich weiß nicht, wie weit Sie den Weißbuchprozess selber auch verfolgt haben. Seit Mitte September liegt auch dazu jetzt ein Referentenentwurf vor und im Frühjahr 2016 sollen dann die entsprechenden Gesetzesänderungen dann auch verabschiedet werden. Die zentrale politische Entscheidung dabei ist das Festhalten am System des Energy-Only-Marktes, also eines Arbeitsmarktes, so wie bisher. Der soll weiterentwickelt werden zu einem Strommarkt 2.0 bzw. EOM 2.0. Das sind so die Schlagworte, die derzeit in der Politik bzw. auch in der Presse halt einfach genannt werden. Das heißt, es ist eine Absage an diesen umfassenden Leistungsmarkt bzw. Kapazitätsmarkt, wie er diskutiert wurde. Anstelle dessen soll halt eben zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit eine Kapazitätsreserve eingeführt werden. In den ersten Jahren sind es vor allen Dingen Braunkohlekraftwerke, die dann gegen eine kostenbasierte Vergütung im Grunde vom Strommarkt rausgenommen werden. Das heißt, sie agieren also nicht mehr im Strommarkt und würden halt eben nur noch im Falle einer Situation, dass die Nachfrage das Angebot am Strommarkt übersteigt, aktiviert werden. Jetzt im ersten Referentenentwurf sind auf 127 Seiten Änderungsvorschläge zu den betroffenen Gesetzen, wie zum Beispiel im Energiewirtschaftsgesetz, weitgehende Einigkeit, auch schon im Konsultationsprozess des Grünbuchs, bestand in der Umsetzung der sogenannten Sowieso-Maßnahmen. Das heißt, das sind die Maßnahmen, die man treffen möchte, unabhängig von dieser politischen Entscheidung, Kapazitätsmarkt versus Energy-Only-Markt 2.0. Und das ist dann zum Beispiel auch, dass stärkere Anreize gesetzt werden sollen zur Bilanzkreistreue. Im Referentenentwurf steht dann tatsächlich, dass also im Falle eines Einsatzes der Kapazitätsreserve, also falls diese notwendig werden sollte, der Einsatz sollten unterdeckte Lieferanten einen Mindestpreis von 20.000 Euro pro Megawattstunde zahlen müssen. Das sind natürlich dann auch starke Anreize, dass dann der Intraday-Markt stärker genutzt wird, um dann Abweichungen vom Fahrplan auszugleichen. Eine weitere wichtige Säule ist dann die Weiterentwicklung der Spot- und Regelleistungsmärkte. Also es geht alles in Richtung Flexibilisierung, so wie wir es schon mehrmals gehört haben heute. Es soll insgesamt mehr Viertelstundenprodukte geben, so zum Beispiel auch am Day-Ahead-Markt. Der Intraday-Markt wird ja auch schon viertelstündlich gehandelt. Es soll gesetzlich festgelegt werden, dass im Stromhandel keine Preisobergrenzen gelten. Und auch negative Preise werden als wichtige Investitionssignale für Flexibilitätsoptionen betrachtet. Für KWK bedeutet das natürlich, wenn ich jetzt auf einen Strompreis reagieren kann, wenn ich also stromgeführt fahre, dass ich natürlich Vorteile habe gegenüber wärmegeführten KWK insbesondere. Und das ist jetzt dann auch das, Herr Löhr, was Sie angesprochen haben, jetzt auch nicht mehr explizit aufgeführt ist, dass jetzt eine Analogie zu dieser 6-Stunden-Regelung des EEG geplant ist. Das heißt, bei mehr als 6 Stunden negativen Börsenstrompreisen soll dann die Vergütung für den eingespeisten Strom komplett entfallen. Für dann diese Dauer der negativen Preise. Das heißt, bin ich natürlich wärmegeführt und eigentlich dann auf diesen Zuschuss angewiesen, dann muss ich halt weiterfahren, aber dafür halt wirklich zahlen, dass ich dann auch einspeisen kann. In Zusammenhang insbesondere natürlich auch mit der Direktvermarktung, was Sie angesprochen haben. Ein weiterer Punkt ist dann die weitere Öffnung der Regelleistungsmärkte für weitere Teilnehmer, indem zum Beispiel die Präqualifikationsbedingungen angepasst werden, Produktlängen und Vorlaufzeiten, sodass halt zum Beispiel auch kleine gepoolte BHKW und KWK mit Elektroheizern dann auch zukünftig tatsächlich mehr Möglichkeiten haben, an den Regelleistungsmärkten teilzunehmen. Genau, natürlich eine weitere Säule ist auch dann die Kopplung und Harmonisierung auf europäischer Ebene, die mit vorangetrieben werden soll. Dann für die Flexibilitätsoption ein weiterer wichtiger Pfeiler ist die Überprüfung der Netzentgelte und staatlichen Preisbestandteile. Zum Beispiel über eine Dynamisierung der Entgelte und Abgaben, wenn man diese also an den Preis, zum Beispiel an der Strombörse, koppeln würde, könnte ein Abbau von Hemmnissen für den Strombezug vom Markt stattfinden. Das ist das, was jetzt auch gerade doch durchaus kontrovers diskutiert wurde. Industrielle KWK könnten da halt eben tatsächlich Einsparpotenzial entdecken. Es ist natürlich dann nochmal zu spiegeln mit dem, dass dann halt dann
die Vergütung für die Eigenerzeugung verringert wird. Aber wenn jetzt das einfach mal gesetzt wird, dadurch, dass halt Entgelte und Abgaben gegebenenfalls in Überschusssituationen meinetwegen gänzlich entfallen, habe ich an der Stelle tatsächlich auch neue Chancen. Das Gleiche gilt dann für die Kopplung des Stromsektors mit dem Wärmesektor. Wenn zum Beispiel bei Überschusssituationen dann Entgelte entfallen, wäre das natürlich auch mit neuen Chancen für den Einsatz von Elektroheizern verbunden. Genau, um jetzt noch mal konkret auf die KWK auch einzugehen, insbesondere natürlich in der Zukunft werden wir fluktuierende Einspeisungen aus PV und Wind werden den Strommarkt noch stärker prägen als heute. Also wir haben heute natürlich schon einen großen Anteil der fluktuierenden Erzeugung, der wird zunehmen. Also bis 2020 haben wir ein Ziel von 40%. Das heißt, entsprechend bei diesem sozusagen unsteten Angebot brauchen wir natürlich auch zum Ausgleich der Nachfrage einfach nochmal eine stärkere Hebung der Flexibilitätspotenziale. Große Flexibilisierungspotenziale bestehen bekanntermaßen in der Kopplung des Wärmemarktes mit dem Strommarkt und dazu geeignete Technologien sind KWK-Systeme, Wärmepumpen, Elektroheizungen. Genau, damit dieser Funktion auch gerecht werden können, braucht es einfach für eine effiziente, am Strommarkt orientierte, flexible Fahrweise Wärmespeicher, um jetzt meinetwegen, wenn sich dann die Stromproduktion aufgrund von Börsenpreisen nicht lohnt, der Wärmebedarf aber gegeben ist, Wärme beispielsweise aus dem Speicher entnehmen zu können. Andersherum, wenn sich die Stromproduktion aufgrund gerade einer knappen Situation auf Seiten der Erneuerbaren, die Börsenpreise steigen, ich aber eigentlich gerade keinen Wärmeabnehmer habe, diese Wärme dann auch einfach speichern zu können. Wie sieht so ein strommarktorientierter Einsatz der Wärmeerzeuger aus? Jetzt einfach 4 Fälle. Einmal die ersten 2 Fälle jetzt in der Situation hoher Börsenstrompreise. Bei gleichzeitig hohem Wärmebedarf hieße das, dass das BHKW gleichzeitig sowohl in das Stromnetz als auch in das Wärmenetz einspeist und gegebenenfalls noch durch eine solarthermische Anlage unterstützt wird und der Speicher auch noch entlädt. Das ist natürlich abhängig dann des vom Wärmebedarf, aber bei Börsenstrompreisen, hohen Börsenstrompreisen ist es klar, dass der Einsatz des BHKW sich lohnt. Im Falle eines niedrigen Wärmebedarfes produziert das BHKW nach wie vor Strom. Die Wärme, die dann aber die überschüssige KWK-Wärme, kann dann halt eben nicht ins Netz abgegeben werden, sondern wird dann halt eben zwischengespeichert. Zum Beispiel in der Situation sehr hoher Börsenstrompreise, wo man also wirklich definitiv das BHKW jetzt ungern abschaltet, um die Erlöse sich nicht entgehen zu lassen. Und jetzt der Speicher meinetwegen aber auch schon einen relativ hohen Füllstand erreichen würde, würde jetzt zum Beispiel hier an der Stelle vielleicht auch als erstes so eine solarthermische Anlage abgeschaltet werden. Also es ist wirklich ganz klar, es ist an diesen hohen Börsenstrompreisen der Einsatz des BHKW orientiert. Anders sieht es aus bei den niedrigen Börsenstrompreisen. Da bleibt das BHKW jeweils ausgeschaltet. Also es lohnt sich dann nicht, die Wärme über das BHKW zu erzeugen. Es wird dann bei einem hohen Wärmebedarf entweder über den Elektroheizer, der ja dann in dem Moment natürlich auch relativ günstig Strom beziehen kann, beziehungsweise über die solarthermische Anlage oder den Spitzenlastkessel dann die Wärme erzeugt, beziehungsweise der Speicher entladen. In der Situation mit niedrigem Wärmebedarf hängt es dann vom Speicherzustand ab, ob dann der Elektroheizer vielleicht den Speicher auch noch lädt zu günstigen Preisen, Strompreisen, beziehungsweise auch eine solarthermische Anlage den Speicher noch mit weiterladen kann. Genau. Das sind jetzt eigentlich keine theoretischen Beispiele, wie so ein strommarktorientierter Einsatz funktionieren könnte. Das ist in Dänemark tägliche Praxis. Ich weiß nicht, wer von Ihnen alles auch noch mit bei dieser Exkursion dabei gewesen ist. In Dänemark hat man heute schon einen Anteil von 40% fluktuierenden Erneuerbaren. Bei uns wird das dann vielleicht 2020 so aussehen. Und für dieses Jahr hat meine Kollegin Evelyn Sperber modellgestützt eine technoökonomische Analyse flexibler, strommarktorientierter Fernwärmesysteme vorgenommen. Also das ist für das Jahr 2020. Sie hat den Spotmarktpreis an der Börse simuliert, kam insgesamt auf ein niedrigeres Preisniveau, dafür natürlich zu einer höheren Volatilität aufgrund der höheren FEE-Einspeisung.
Sie hat meteorologische Daten für Würzburg aus dem Jahr 2012 genommen. Das hat Einflüsse auf das Wärmelastprofil und natürlich auch auf den Wärmeertrag einer solarthermischen Anlage und ökonomische Randparameter zur Finanzierung noch mit eingespeist. Mit dem Modell Trensis hat sie dann das technische Zusammenspiel dieser flexiblen Wärmeerzeuger simuliert und optimiert. Das ist dann für ein fiktives Fernwärmesystem basierend auf Erdgas-BHKWs erfolgt und das Ganze dann am Schluss noch ökonomischen Analysen unterzogen. Im Ergebnis der Trensis-Simulation sehen Sie jetzt also für dieses Basisszenario von 11% mit 11% PV-Einspeisung, 16% Wind und 13% regelbarer EE-Einspeisung die Deckungsanteile für vier verschiedene Konfigurationen. Sie sehen einmal den Referenzfall, das ist ein wärmegeführtes eine wärmegeführte KWK-Anlage. Sie sehen die flexible KWK-Anlage, die mit einem Speicher ausgestattet ist. Die flexible KWK-Anlage, also mit Speicher und einer solarthermischen Anlage ergänzt. Und nochmal die vierte Konfiguration wird dann nochmal um einen Elektroheizer auch noch ergänzt. Sie hat zwei Szenarien gerechnet. Diese einfarbigen Balken zeigen die Deckungsanteile für ein Szenario bei einem Gaspreis von 40 Euro pro Megawattstunde und die schraffierten Balken zeigen die Ergebnisse für ein Szenario mit einem Gaspreis von 55 Euro pro Megawattstunde. Und Sie sehen schon im ersten Fall, also wenn die Referenz mit dem Fall sozusagen des Speichers verglichen wird, dass der Deckungsanteil der KWK-Anlage abnimmt von 74% auf 65% bei einem Gaspreis von 40 Euro pro Megawattstunde. Das ist auf die niedrigeren Börsenstrompreise dann zurückzuführen. Das sind dann diese Fälle, die ich hier vorhin gezeigt habe. Jetzt hört man gar nichts mehr, ne? So rum vielleicht? Gut. Das sind dann die Fälle mit niedrigeren Börsenstrompreisen, in denen das BHKW ausgeschaltet bleibt. Wird jetzt nochmal ein höherer Gaspreis von 55 Euro pro Megawattstunde angenommen, verkehrt sich dieses Verhältnis nochmal komplett. Also wir haben dann nicht 65% Deckungsanteil KWK, sondern 65% Deckungsanteil des Gaskessels. Das liegt dann an dem höheren Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung im Gaskessel. Also wenn ich dann mehr für das Gas bezahlen muss, lohnt es sich nochmal weniger in der KWK-Anlage die Wärme zu erzeugen. Nimmt man nochmal diese beiden Konfigurationen mit der solarthermischen Anlage und dem Elektroheizer noch mit dazu, so sieht man, dass im Grunde eigentlich nur noch, also sich am Deckungsanteil der KWK dann wenig ändert und nur noch die Wärme aus dem Gaskessel vertrieben wird. Genau, das waren jetzt die Ergebnisse sozusagen dieser, also des technischen Zusammenspiels bei der Optimierung. Die ökonomische Analyse ist ganz interessant. Ich meine, das ist das vielleicht, was Sie jetzt auch hier insbesondere angeht. Alle reden über Flexibilisierung und was heißt das dann meinetwegen für Sie als Betreiber? Und zumindest nach diesen Simulationen lohnt sich ein strommarktorientierter KWK-Betrieb, selbst aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, schon in naher Zukunft. Ein Speicher amortisiert sich relativ rasch, wenn man sich anguckt. Die Wärmegestehungskosten sinken in beiden Szenarien um rund 10%. Das ist ganz interessant. Ich meine, bei den drei strommarktgeführten Konfigurationen sind jetzt also Kostenunterschiede nicht so gravierend. Aber dass der Unterschied zum wärmegeführten Fall eindeutig ist, ist klar. Wenn man jetzt noch den Spitzenlastkessel durch die Einbeziehung zusätzlicher Wärmeerzeuger wie jetzt einer solarthermischen Anlage beziehungsweise auch einem Elektroheizer, der jetzt auch den Strommarkt, die Signale des Strommarktes ganz anders aufnehmen kann, flexibilisiert ist, sozusagen sind nochmal an zwei weiteren Punkten auch Vorteile erzielbar. Auch eine solarthermische Unterstützung hier bewirkt auch nochmal eine Kostensenkung. Also auch da die klimafreundliche Alternative zu wählen, ist nicht unbedingt mit höheren Kosten verbunden, sondern kann im Gegenteil noch zu einer Kostensenkung führen. Genau, und das ist sozusagen die ökonomische Variante. Jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz beispielhaft. Ich finde, das lässt sich ganz schön sehen. Das Ergebnis dieser Simulation, das ist der strommarktorientierte Betrieb der Wärmeerzeuger während einer Herbstwoche 2020. Jetzt gucke ich mal, ob ich Ihnen das gut zeigen kann. Sie sehen wunderbar hier in der gepunkteten Linie, das ist die Höhe des Strommarktpreises abgetragen. Diese gestrichelte Linie
ist die Höhe des Wärmebedarfs. Sie sehen hier in blau die KWK-Erzeugung. Sie sehen in braun den Gaskessel, der hier jetzt relativ selten eingesetzt wird. In rot den Elektrokessel. Und hier unten noch die rote Linie, das ist dann der Verlauf also des Speicherinhaltes. Also wunderbar sehen lässt sich, dass die KWK-Anlage tatsächlich nur in Zeiten mit hohen Börsenstrompreisen also läuft, Strom und Wärme produziert. Sie sehen, dass in Zeiten niedriger Strompreise, wie hier, der Elektroheizer anspringt. Und Sie können sehen, dass zum Beispiel in Zeiten einer solaren oder einer höheren solaren Einspeisung auch wunderbar hier immer jeweils der Wärmespeicher, da sehen Sie mal die Zacken, geladen wird. Genau. Im Fazit, strommarktgeführte KWK-Anlagen sind eine absolut wertvolle Ressource für den Ausgleich der fluktuierenden Erneuerbaren im zukünftigen Strommarkt, deren Anteil einfach steigen wird. Diese Flexibilisierung kann mithilfe, beziehungsweise muss dann mithilfe natürlich von Wärmespeichern und elektrisch betriebenen Wärmeerzeugern stattfinden. Insbesondere bei niedrigen und volatilen Strompreisen ist die Wirtschaftlichkeit stromgeführter Systeme der von wärmegeführten Systemen sogar überlegen. Zusatzerlöse werden insbesondere auch zukünftig am Regelenergiemarkt erzielbar sein. Und Dänemark ist auch insbesondere mit Blick auf die Infrastruktur ein gutes Vorbild, auch schon bei der Umsetzung. Also neue Herausforderungen bestehen, aber auch neue Chancen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Nienhaus, für das Szenario, das Sie gezeigt haben, dass es funktioniert.